meine Freundin geht mir, denke ich, fremd. Ich habe ihr Handy und sie hat Bilder von irgendeinem anderen Typen drauf und ich gehe sie jetzt damit konfrontieren. Schatz, du bist mir, glaube ich, eine Erklärung hierfür schuldig. Doch, Schatz, Mann, diese Bilder sind doch alt. Das ist mir egal, was soll das bitte? Hey, was ist denn daran schlimm, alte Bilder von mir selbst zu haben? Eine Schweigeminute für den gefallenen Bre. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Arvirano bekommt Hate. Eine TikTokerin hat gegen Arvirano ein Video gepostet mit einer heftigen Anschuldigung. Und bevor wir zum Video kommen, schauen wir uns mal die Kommentare an. Dieser Witz zeigt, dass Arvin jemand ist, der seine Grenzen und seinen Platz nicht kennt. Und diese Creatorin, was los Nicole, antwortet darauf, genauso sieht er auch aus. Ja, man, richtig gut jemanden zu kritisieren, aber dann auf sein Aussehen zu gehen. Aber man merkt doch in den Kommentaren, dass sie von Arvirano abgeneigt ist. Wer ist das überhaupt? Hab ihn gestern das erste Mal in meinem Leben gesehen. Der gehört weggesperrt. Teilweise ein paar heftige Kommentare, doch worum geht es eigentlich? Kommen wir direkt zum Video. Findest du, es ist in Ordnung, eine Vergewaltigung zu verharmlosen? Mittlerweile gefühlt jeder kennt das Video. Wisst ihr aber, was ich erschreckend finde? Der Typ, er dreht ein Reaction-Video gegen uns, beleidigt uns, macht uns full fertig, aber zerreißt dann solche Witze? Ich dachte, bei dir läuft's mit Scheiß, weil ich viel zu emotional bin, glaube ich, Bruder. Okay, erzähl, hast du mal ein Beispiel? Ja, immer wenn ich mit einer treibe, kommen mir auf einmal die Tränen. Krass, okay, das ist ja jemand wirklich sehr emotional. Ja, Bruder, ich hasse Pfefferspray. Hört mal bitte genau hin. Bruder, ich hasse Pfefferspray. Okay, jemanden vorzuwerfen, er würde vergehen. Ihr wisst schon, was verharmlosen, das ist schon ein sehr harter Vorwurf. Und der Grund, warum sie ihm das vorwirft, dass er das verharmlost, ist ein Witz? Jetzt mal ehrlich, wenn man sich ein paar Videos von Arvirano anschaut, merkt man, dass er das Ganze aus Spaß sagt. Das nennt man auch schwarzen Humor. Und diesen schwarzen Humor verwendet er so gut wie in jedem Video. Versteht mich nicht falsch, ihr müsst nicht diese Art von Humor feiern. Ich bringe diese Art von Humor auch nicht in meinen Videos. Aber ihn deshalb vorzuwerfen, er würde so etwas wie Fergie verharmlosen, ist halt komplett falsch an der Stelle. Und ich glaube, sie will ihn versuchen, ihr einfach nur zu schaden, weil er sich in einem Video über sie lustig gemacht hat. Du machst einen Witz darüber, dass du ein Vergewaltiger bist und verachtest somit automatisch alle Frauen, die durch eine Vergewaltigung Traumata erlitten haben. Woher weißt du, Goofy, das denn? Okay, sie sagt ja hier selber, dass er einen Witz macht. Ihr ist also bewusst, dass es ein Witz ist. Warum verachtet er denn jetzt alle Frauen damit? Weißt du, wie viel Überwindung manche Frauen brauchen, um es überhaupt zu erzählen? Das ist etwas, das verletzt nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Seele und deine Psyche. Ja, da hat sie auch wahrscheinlich recht. Ich wünsche wirklich keiner Frau, dass sie so etwas erfahren muss. Du musst mich nicht mögen oder feiern. Und natürlich darfst du dich auch über unser Video lustig machen. Sich dann bei uns beschweren, aber dann solche Witze zerreißen, ist hart. Nein, 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 wisst ihr, was ich noch erschreckender finde als das? Hier verstehe ich sie nicht ganz, denn sie sagt ja im ersten Satz, natürlich kannst du dich über unser Video lustig machen. Das hat er auch gemacht. Aber du verurteilst ihn ja jetzt dafür und machst ihm einen heftigen Vorwurf. Aber jetzt kommt, was sie noch erschreckender findet. Er hat auf seine Reaktion reagiert. Musti, mein Verhalten und meine Worte haben dich sehr getriggert. Du hast sogar mehrmals gesagt, du willst meine Karriere. Oh mein Gott, ich will ein Video gegen dieses Mädchen in der Mitte machen, die fuckt mich voll ab. Walla, ich will gerade ihre Existenz f***en, Bruder. Walla, ich will gerade wirklich ihre Existenz f***en. Und ich weiß, Belgier, du musst das alles wieder rausschneiden, aber Walla, ich will ihre Existenz gerade f***en, Bruder. Na gut, Mustihaft kenne ich jetzt nicht, aber es scheint so, als würde er sie nicht mögen. Ich habe mal so ein Video von ihr gesehen und es kommt nicht wirklich witzig rüber, sondern es wirkt so, als würde sie das ernst meinen. Aber dazu kommen wir später. Das ist richtig dolle auf mich abgesehen, ne? Aber was ist mit dir eigentlich? Wie kann man sich über drei Teenager beschweren, die paar Witze über Jungs ohne Führerschein machen, aber dann gleichzeitig Vergewaltigung verharmlosen? Sehr paradox, oder? Und bei ein, zwei Witzen hast du sogar auch mitgelacht, Musti. Bro, und meine Freundin meinte auch, ich soll aufhören, weil sie wehtut. Ich fordere hiermit auf, dass diese Jungs zur Rechenschaft gezogen werden im Namen aller Frauen, die vergewaltigt worden sind. Sollte man nicht viel lieber diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die Frauen im echten Leben wirklich sowas antun und solche Straftaten begehen? Anstatt jetzt zu versuchen, gegen irgendwelche YouTuber wie Arvirano zu hetzen, nur weil sie schwarzen Humor betreiben? Wie gesagt, ihr müsst nicht seinen schwarzen Humor feiern, aber ihn deshalb vorzuwerfen, er würde das Ganze verharmlosen, finde ich an der Stelle auch irgendwo übertrieben. Ich habe das Gefühl, jeder im Internet sucht einen Grund, um dich zu canceln und du darfst bald gar nichts mehr sagen oder über gar nichts mehr Witze machen. Selbst bei mir wurde das ja versucht, weil ich mich über irgendwelche Pronomen lustig mache und bei mir auf Insta zu stehen habe, meine Pronomen sind Prinz Vegeta. Auch diesen Kommentar habe ich beispielsweise unter dem Video gefunden. Ich bin selber Opfer von sexuellem Missbrauch und fand die Witze null problematisch. Wenn man die beiden kennt, weiß man, dass es einfach deren Humor ist. Ja, wie gesagt, wenn man die beiden kennt, weiß man, dass sie das Ganze aus Humor machen. Und ganz ehrlich, wenn du wissen willst, wie sie wirklich zu dem Thema stehen, hättest du sie ja auch einfach fragen können. Aber nein, sofort canceln. Neben diesem Video wurde mir auch ein weiteres Video von der Dame zugeschickt und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ohne viel um den heißen Brei zu reden, er meint das nicht ernst mit dir. Und jetzt brauchen hier nicht alle Männer zu kommen und sagen, ey, das stimmt nicht und so, nicht alle Männer sind so, okay. Nicht alle Männer sind so, okay. Gut,
Hat das jetzt dein Ego befriedigt? Natürlich sind nicht alle Männer gleich, genauso wenig wie alle Frauen gleich sind. Und das hat nichts mit Ego zu tun. Geht ja schon mal super los. Auf jeden Fall, Leute, wenn er kein Geld für euch ausgibt, er liebt euch nicht. Die meisten Männer gehen davon aus, dass wenn sie dir viele Sachen holen und so, wenn sie in dich investieren und so, dass du mäßig sehr glücklich bist dann und sie wollen dich da glücklich machen. Und wenn sie dich glücklich sehen wollen, dann geben sie aus. Wenn er nicht in dich investiert, bist du eine Aktie oder was? Also wirklich, Geld ist eines der unwichtigsten Sachen in einer Beziehung. Lern doch den Menschen erstmal kennen. Ich meine, was machst du, wenn du mit jemandem zusammenkommst, der Geld hat und danach verliert er sein Geld? Verlierst du dann auch deine Gefühle und machst Schluss? So, wenn er dich nicht glücklich sehen will, dann kauft er nichts auf den. Okay, und dann kommen wieder die Leute so, hä, voll materialistisch und so. Nee, das hat nichts damit zu tun. Das Ganze ist eine Lüge. Nee, hat natürlich gar nichts mit Materialismus zu tun, wenn man auf Geld achtet. Okay, wollt ihr mir sagen, eine Beziehung würde ohne Geld und so funktionieren? Stellt euch mal vor, ein von den beiden ist auf den richtig broke. So, okay, ist ja schön und so, dass man sich supportet, wenn man nichts hat und so. Aber eine Beziehung, wir reden gerade über eine seriöse Beziehung. Würde eine seriöse Beziehung Sinn machen, wenn beide nicht arbeiten, wenn so? Was wollt ihr denn machen? Den wollt ihr euch treffen und euch nur angucken auf den und ein bisschen reden? Natürlich kann eine Beziehung funktionieren, wenn beide broke sind. Und ja, treffen und reden ist ja wohl das Beste, was man tun kann. Denn Kommunikation ist eines der wichtigsten Sachen in einer Beziehung. Und nur weil beide broke sind, heißt es ja nicht, dass sie broke bleiben müssen. Vielleicht studieren ja beide und nach dem Studium fangen sie an, so richtig viel zu verdienen. Kann man ja auch machen, ist ja schön. Es geht ja nicht darum, dass ihr immer in 5-Sterne-Hotels oder Restaurants oder so seid. Aber wo macht denn eine Beziehung Sinn, wenn beide nichts machen? Es geht ja darum, dass beide sich gegenseitig pushen sollen auf die... Okay, wenn man Urlaub macht, verstehe ich das, aber seit wann hat man Dates in 5-Sterne-Hotels? Bitte hört nicht auf solche Tipps, denn ihr könnt broke sein und euch trotzdem gegenseitig pushen. Wie gesagt, es kann sein, dass beide studieren oder sie bauen sich eine Firma auf oder machen sich gerade selbstständig. Da muss man erstmal viel Arbeit reinstecken und sich pushen, bevor man überhaupt anfängt, richtig viel zu verdienen. Kommen wir nochmal allgemein zum Thema Fergie. Ihr wisst schon, ich finde es mittlerweile erschreckend, wie häufig mittlerweile in Deutschland davon berichtet wird. Wie zum Beispiel im folgenden Beitrag. Statistisch gesehen kommt es in Deutschland jeden Tag 2-mal zu Gruppenvergewaltigungen. Und ein solcher Fall im Hamburger Stadtpark wurde jetzt vor Gericht verhandelt. Die Täter wurden nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Einer zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft, 8 zu Bewährungsstrafen. Ein Wort des Bedauerns von ihnen war zu keinem Zeitpunkt gefallen. 8 davon nur zur Bewährung und das ist einfach nur krank. Hätten die alle Steuern hinterzogen, wären sie sofort im Knast gelandet. Aber wenn es um ein Menschenleben geht, kommen 8 auf Bewährung? Euer Ernst? Der Hamburger Stadtpark. Während der Pandemie feiern hier Jugendliche oft heimlich Partys. So auch eine damals 15-Jährige. Sie hat getrunken. 10 Männer locken sie in einen Busch, darunter 4 Deutsche, aber auch Armenier, Afghanen und Kuwaiter. Überlegt mal, die war einfach 15. Wirklich beängstigend, was in Deutschland abgeht. Ich kann euch nur auf dem Weg mitgeben, passt sehr gut auf euch auf. Und wenn ihr sowas mitbekommt, dann schaut nicht weg, sondern zeigt Zivilcourage. Das war's mit dem Video, meine Freunde. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und schreibt mal in die Kommentare, ob man Avirano jetzt canceln sollte. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.